Wollen wir mal World of Warships hier spielen? Moin! Das erste Mal, dass ich jetzt hier sowas aufnehme. Ich probiere mal mein Glück. Ja! World of Warships. Ein ziemlich geiles Free-to-Play-Online-Game, wo man Schlachtschiffe, Kreuzer, Zerstörer und sowas steuern kann und im Endeffekt andere Basen einnimmt oder andere Schiffe zerstört. So, ich nehme jetzt mal hierfür die Marblehead. Eine Testrunde drehen, während ich die Kamera und diesen ganzen anderen Blödsinn da laufen lasse. So, wir nehmen ein Zufallsgefecht, das heißt, wir spielen auch gegen andere Menschen. Und dann probieren wir mal unser Glück hier. Ob das überhaupt geht. Auch, ne? Dabei. So, mal gucken, wie ich mich hier schlage. So, da sehen wir schon mal die ganzen Spieler. Der linke Baum hier, das ist. Das sind meine ganzen Verbündeten. Verbündeten, genau. Ja, und hier sieht man dann die Tierstufen der Schiffe. Das heißt, wir sind mit unserer Marblehead mit Stufe 5 relativ gut aufgestellt. Wir können jetzt auch Direktvergleich machen, zum Beispiel gegen die Omaha. Da sieht man dann, wenn man drauf geht, dass die Omaha zum Beispiel Torpedos und Flugabwehr wesentlich besser ist, aber in der Verborgenheit nicht. Gut, dann wollen wir das Gefecht mal starten und mal gucken, ob das wirklich so alles funktioniert, wie ich mir das denke. Hier sind noch Haruna-Abschiffe hier. Die sind so ein bisschen bunt und Neon und so. Haben wir auch eins von, in Grün. Scheiß Werder Bremen Grün. So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis wir uns dem Gefecht anschließen. Was alles hier irgendwie ein bisschen dauert. Ich weiß nicht, ob das wegen der Aufnahme ist. Gucken wir mal. So, da sind wir dann auch schon. Dann geben wir mal Vollgas. Ja, ein bisschen ruckelt das, leider. Aber das ist nicht so schlimm. Auf die Minikarte. Und wir fangen an, auf C zu steuern. Und richten dafür dann unsere Geschütze nach rechts aus. Mit Steuerung X können wir sie dann ausrichten. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier umsehe, sieht man, dass die Geschütztürme und die Torpedowerfer trotz alledem in diese Richtung drehen und sich fest orientieren. Das heißt, wir gehen einfach davon aus, wenn man auf der Minikarte ist, wir fahren ja hier hin. Hier sind unsere ganzen Verbündeten, dass von hier nichts kommt. Deswegen haben wir die Geschütze nach rechts ausgerichtet, dass das denn die Feinde kommen ja von hier unten oder die Gegner und dann dass man schon mal die Geschütztürme in der richtigen Richtung hat. Ja, mit M kommen wir übrigens auf die Map. So, wir sehen hier schon ein paar mehr Geschütze, ne, bei dem Apparat hier und Torpedowerfer. So, das heißt, da haben wir schon mal den ersten Gegner. 16 Kilometer entfernt, eine Phoenix. Ich weiß nicht, aber das ist noch zu weit weg. So, mit Shift können wir das Ganze hochvisieren. Joa. Wir werden mal in Richtung Phoenix fahren. So, da hinten kommen Flugzeuge. Die markieren wir mal an und schicken auch unseren Abfangjäger, der sich denn um die Kameraden kümmert. So, die Phoenix kann auch schicken weg. Hier ist ein Hauptschiff, deswegen so schön lila. Du musst nicht gegenfahren, siehst du. So, ja, die Phoenix kommt schon mal fast in unseren Bereich. Müssen wir mal kurz warten. Fahren wir einfach mal stumpf weiter. Und rechts sieht man die Minimap. Da sieht man dann die Gegner und da sieht man die Kreise. Der Kreis ist, glaube ich, meine Verborgenheit. Der äußere Kreis ist meine Torpedoreichweite. So, jetzt sehen wir. So, jetzt schießen wir das erste Mal. Guten Morgen, mit ganz viel Glück. Die wir noch vorgehalten haben, um die Phoenix schon mal zu treffen. Nö, haben wir sie nicht getroffen. Ah, gucke mal. Hier, was haben wir denn da? Da ist ein Kolberg. So, die greifen uns mal. Verweilepunkt ist 10. Dann versuchen wir mal. Setzen wir mal hier eine rein. Getroffen. So, jetzt geben wir hier erstmal so ein bisschen Sauberes hier. Schussfälle haben wir auch auf dem Kolberg.
Stress weg. Aber auch Sachen in den Rio. Die ist auch nicht mehr so gut drauf. Ist auch ziemlich lang. Da haben wir sie. So, jetzt machen wir wieder Vollgas. Und da haben wir ein Schlachtschiff, eine Wyoming. Die sind natürlich ultra gefährlich, wenn die uns erstmal treffen, mit ihren AP-Kanonen. Aber demzufolge sind sie auch langsam. Wir fahren jetzt hier einmal um den Berg rum und dann versuchen wir sie gleich nochmal mit Torpedos irgendwie anzugreifen. Aber man sieht ja schon, hier sind ja noch einige andere, die dabei sind. Auch man kann sich eigentlich darum gewöhnen, dass das so ein bisschen ruckelt, während man aufnimmt. Das ist, glaube ich, die Leistungsfähigkeit von meinem Laptop. Der ist nicht so. Oh, guck mal, da kommt ein Bomber. Der will so uns. Ne, jetzt ist er wieder weit weg. So, wir konzentrieren uns jetzt aber trotzdem auf die Wyoming. Wir nehmen schon mal die Torpedowerfer und gucken mal, wenn wir vorhalten, dass wir dem alten Lappen hier gleich mal eine geben. Ne? So, der konzentriert sich nämlich auf das andere Schiff da hinten. Und jetzt starten wir mal die Torpedos. Ein bisschen Gas weg und jetzt wollen wir sie mal beschießen. Ne? Ich gucke auf 5 vor, die müssen reichen. Kann man noch ein Schuss machen. Da kommen noch Torpedos von den anderen Verbündeten. Oh, so ist gut, ne? So, unsere Torpedos sind auch noch unterwegs. So, jetzt gesetzt. Und ein bisschen Gas weg. Jetzt ist einfach nur klick, 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 klick. Angesteckt ist sie schon mal. Oha, jetzt hat sie aber wirklich eine abgekriegt. Jetzt beeilt, dass wir die sind, die das Ding hier versenken. Und wieder. Weil sie uns abgefragt hat, dass gekriegt. So, das heißt, wir haben jetzt schon hier oben, sieht man das, ne? 7 mal die Basis verteidigt, 48 mal Geschützen getroffen, 2 Ausfälle verursacht, 2 Schiffe zerstört und 2 mal in Brand gesetzt. So, ganz oben sieht man, das ist recht ausgeglichen. 4 Schiffe auf jeder Seite fehlen. So, und da ist das Alarmzeichen für Flugzeuge, man hat Flugzeuge entdeckt. So, und jetzt versuchen wir mal von C Richtung B zu fahren. Und jetzt nutzt das alles nichts, wenn wir hier ganz viele Schiffe versenken. Ja, wenn wir im Endeffekt. Oh, jetzt habe ich hier einen Aschenbecher reingepustet. Ach, so ein Scheiß hier. So, ja, ich mach das mal weg. Entschuldigung. Ja, meine Frau und Sohnemann sitzen auch noch daneben. So, und jetzt fahren wir mal Richtung B. Und uns bringt das alles nichts, Schiffe zu zerstören, wenn die nachher hier alle Punkte einnehmen. Wir sind auch noch nicht einmal getroffen worden mit unserem Marblehead. Das ist natürlich schon mal sehr gut, ne? Das heißt, wir haben noch die volle Energie. Jetzt machen wir mal hier volle Bulle. Das Ding fährt so um die 30, 33 Knoten, glaube ich. Und natürlich ein bisschen, bis wir da Gas geben. Da kommen Flugzeuge, Torpedoflugzeuge. Die markieren wir mal an, falls sie in unsere Richtung. Ich denke, die werden sich da vorne über die Ab Kongo freuen, weil das ein relativ langsames Schlachtschiff ist, oder? Da die Wyoming von uns. Das kann natürlich auch sein. Aber ich würde ja sagen, die Wyoming wird angeflogen. Die ist immer besser anzufliegen. So. Ja, dann wollen wir mal mit unserem Schrimpsko da einfach mal ein Stückchen weiter geradeaus fahren. Da wollen wir nochmal eine Kippe anmachen. Wer jetzt darauf achten, wo die Torpedoflieger hinfliegen. Ja, die werfen ihre Torpedos ab und dann fliegen sie zurück zu ihrem Mutterschiff. Zum, so, ja,
gucken jetzt einfach mal, wo die langfliegen da hinten. Und da, wo sie jetzt verschwinden, da ist dann nämlich auch der Flugzeugträger. Ja, da ist er. Und zwar, ich markiere ihn mal auf der Minikarte. Da. Da ist er. Da ungefähr. So, und hier oben sieht man, da sind auch noch feindliche Schiffe. Na, das mit zwei Strichen hier, das sind Flachschiffe. Ein Strich sind Kreuzer. Und wenn das so ein also Zerstörer, guck mal, da hinten ist doch der Flugzeugträger schon da. Zerstörer sehen ein bisschen anders aus. Sie sehen so ein bisschen feierlich aus. Aber sind in diesem Spiel gerade gar keine da. Hier diese Bombe, das ist quasi ein, ja, ein Bomberflugzeug, aber die werden sich alle um die Dings kümmern. Deswegen gucken wir uns mal nach den Dingen hier. Wir fahren hier einfach mal stumpf nach oben und greifen einfach mal da die Oma an, die uns da entgegenkommt. Und dann schauen wir mal, ob wir hier genug vorgehalten haben, um diesen alten Mann anzuhalten. Und 10 Kilometer ist hier entfernt. Aber hier ist vernichtet worden. Das heißt, die Aber die ist nicht haben sie den Band schon mal gestellt. Das ist ja schon mal gut. Oh, was ist da denn? Oh, das ist ein Schlachtschiff. Das hätten wir fast gar nicht gesehen hier. Da gucken. Da ist der Flugzeugträger. Steckt dann seine Flieger nicht mehr landen und wieder starten. Das ist immer ganz gute Sache. Ach, jetzt ist er kaputt. So, die Flieger bleiben natürlich dann auch so lange in der Lauf. So, und in welche Richtung fährt der alte Lappen? Ah, guck mal, der kommt wieder zurück. Siehst du? Das heißt, wir können weg da. So, anstecken. Und wir wollen schon mal irgendwie so ein Transport stellen. Das jetzt ausgereicht hat, werden wir sehen. So, jetzt müssen wir erstmal aufpassen, dass wir hier nicht gegen Berg gegenfahren. So, das sind auch nur drei Schiffe, die uns entgegenstehen. Jetzt haben wir sie wieder abgeschnitten. Was weg hier? Nee, Vollgas. Wir fahren jetzt nicht hier einmal auf die Berg. Da sieht man, ja, einmal getroffen. Wir haben glatt schon mal 10.000 Energie abgezogen. Ja, also, das ist schon ein Biest, das Ding. Oh, guck mal, da ist noch ein Schlachtschiff. Ich glaube, wir müssen uns erstmal um das Ding kümmern. Ja, die sieht uns. Deswegen sollten wir mal sehen, dass wir hier wegfahren. Ja. Immer wieder abdrehen, immer wieder drehen, drehen, drehen. Das ist immer das Beste. Wir haben die beiden Schlachtschiffe natürlich hier in die Zange genommen. Da kommt nämlich die Arbeiter. Das heißt, wir schicken hier erstmal zwei Wyoming jetzt mit um uns direkt, sonst wäre hier weg. Aber wir nehmen trotzdem weiter die APA 100 unter Beschuss. Ne, die ist so weit weg. Dann kümmern wir uns jetzt um die. Ah, jetzt sind wir schon fast tot, ne? Aber wir schicken trotzdem noch ein paar Ralle in die Richtung. Problem gelöst! Wir schaffen. Ja, wir schaffen es. Bevor sie uns zerstört. Versuchen wir einfach mal aufzujagen, was geht. Dann
ist leider bye-bye geschrieben. Um halt an uns natürlich. Ne? Aber mal gucken, ob er nämlich die Top ist. So wird es nicht gemacht. Aber die Torpedos sehen ganz gut aus. Also ein trifft er auf den nächsten. Da siehst du, einer ist schon getroffen und da kommen schon die nächsten Torpedos auf, weil er bye-bye geschrieben hat. Und uns zerstört jetzt. Immer noch nicht zerstört, aber die anderen Torpedos werden ihn aufsetzen. Vielleicht sogar alle dran. Aber wir würden wir hier bye-bye sein. Jetzt sind wir kaputt, aber wir können uns noch unseren Torpedos nachnehmen. Einer hat noch getroffen. Na gut, zerstört haben wir ihn nicht. Zwei hat's. Ja, zwei, aber von der einen Salve war es nur einer. So. Das heißt, die Wyoming hat uns leider zerstört. Unser Schiff ist jetzt hier hinten. Wir sind jetzt gerade am Sinken. Da sind wir. Aber wir haben insgesamt, wie man hier oben schon sehen kann, wir haben drei Abschüsse zu verzeichnen, 10-mal in Brand gesteckt. 6 Ausfälle haben wir produziert. 1-mal Wassereinbruch verursacht. 3-mal mit Torpedos getroffen. 7-mal die Basis verteidigt und insgesamt 142 Mal haben wir getroffen. Ja, gut. Das heißt, Marblehead, die ist jetzt Geschichte, sind wir jetzt untergegangen. Aber ob unser Team noch gewinnt, ist fraglich. Ja, müssen wir schauen, ne? Ja, das war es erstmal soweit. Ja, wir gehen erstmal wieder zurück in den Hafen und dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt und jetzt seht ihr mal, wie das mit der Marblehead ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Sie hat eine ziemlich hohe Feuerkraft und das ist, schießt auch ziemlich oft hintereinander. Ja, und im nächsten Video zeige ich euch das Flaggschiff der deutschen Kriegsmarine, Reichsmarine, nämlich die Tirpitz, Schlachtschiff Tirpitz, das Schwesterschiff von der Bismarck. Das kommt dann im nächsten Video. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt und bis zum nächsten Mal.